So, auch ein schönes Hallo für die, die auf YouTube zuschauen. So. Neuer Stream, neues Glück. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich machen wollte, aber ich glaube, wir müssen hier sowieso erstmal wieder ein paar Jobs machen. Oder muss ich... Ja, ich muss eigentlich schon wieder was erschließen. Ja gut, dann sammeln wir, erstmal die Materialien, die wir für diese Erschließung hier brauchen. Okay, einmal Erde, zweimal Metall, zweimal Splitter, weil einen Splitter habe ich schon. Fangen wir mal mit dem Metall an. So, dann... Machen wir die hier, da gibt es zwei Schimmermetall dafür. Okay. Ich glaube, ich habe das letzte Mal, bevor ich den Stream beendet habe, sowieso schon alles erledigt, was ich erledigen wollte. Ich meine, ich habe sogar schon auf dem V-Roulette gedreht. Wie schaut's Inventar aus? Jupp. Das sieht gut aus. Na dann. Gehen wir mal direkt los hier. Du gehörst nicht zu meinem Team hier. So. Direkt eine Box bekommen. Nice. Na dann. Ja, apropos Samen, da war ja noch was. Ich habe ja hier noch einen Lebenssamen, das ich gerne essen würde. Für 3 extra KP. Hier ist nur eine Sackgasse. Na dann. Okay, da geht's auch nur im Kreis. Oder besser gesagt im Viereck. Ui, ein Wunderfeld. Wahrscheinlich das einzige auf der ganzen Ebene, wie es aussieht. Na gut, für die Treppe gibt es jetzt sowieso nur noch eine einzige Möglichkeit, yep, dass sie hier ist. Ui, der Mogelhieb ist gerade aufgestiegen. Wie hoch ist denn der eigentlich inzwischen schon? Oh, der ist jetzt auch schon auf Level 5. Nice. Kommt zwar immer noch nicht an diesen Ruckzuck-Hieb ran, der ja mittlerweile auf Level 6 ist und kurz vor Level 7. Aber das hat man halt davon, wenn man 3 Leute im Team hat, die diese Attacke alle können. Und die außerdem bei ziemlich jeder Gelegenheit einsetzen.
Ein Stopper-Orb. Na gut, kann man immer mal brauchen. Okay, hier ist nichts. Hier geht's auch nur im Kreis da oben. Okay, hier ist die Treppe. Ich schaue mich jetzt bloß nochmal wieder im Rest vom Dungeon um. Okay. Hier ist nichts. Und hier ist auch nur noch ein Raum, in dem nichts drin ist. Und wieder eine Box. Wird eigentlich langsam Zeit, dass meine Kalkklinge gleich mal wieder einen Punkt aufsteigt, weil dann wäre die auch schon wieder auf dem Endspurt Richtung Level 6. Wenn die grünen Balken dann endlich mal alle voll sind, braucht man nur noch die roten. Okay, Treppe ist hier. Ich habe nicht zufällig genug Geld, oder? Oh, ich hätte sogar genug. Für eine Zitrobeere, was hat denn sonst noch? Grimmsamen, Plosivsamen, Taubsamen. Ist mir das jetzt 2000 wert? Um ehrlich zu sein, eigentlich gerade nicht. Auch wenn man sowas selten kriegt, aber... Wobei... Wenn ich es mir genau überlege, komm, ich nehme sie mit. Ich habe ja noch ein bisschen Geld in meiner Lagertruhe drin. Also komm hier, die kannst du haben, Kekleon. Na dann. Mahlzeit. Wieder 2 KP mehr. Und die Ebene haben wir damit schon komplett erforscht, sehe ich gerade. Da gibt es keine offenen Gänge mehr. Kleine Ebene. Na gut, den erwische ich jetzt nicht mehr. Hier geht's nicht weiter. Hier gibt's auch nichts. Na gut, kann ich ja nicht gleich da unten weitergehen. Da oben gibt's ja allgemein nichts mehr. Dann müssen wir wohl wieder in die andere Richtung. Erstmal da schauen, was dort so ist. Okay. Hier wäre die Treppe. Dann schauen wir uns hier auf der Ebene noch mal ein bisschen um.
Auch wenn ich eigentlich hier langsam schnell machen könnte. Ich meine, ich kriege ja eh kaum noch Erfahrungspunkte. Apropos Erfahrungspunkte, wie viel brauche ich denn eigentlich? Bis zum nächsten Level 12.400. Okay, das dauert noch ein bisschen. Gerade wenn wir hier nicht mal 100 pro Gegner kriegen. Gehen wir einfach weiter. Hier in dem Dungeon können wir eh kaum noch leveln. Oh, ein Bonusweg. In dem Bonusweg können wir sehr wohl noch leveln. Müssen wir bloß schauen, was wir für den Bonusweg brauchen, beziehungsweise wo der Eingang zu dem ist. Hier ist er schon mal nicht. Würde wahrscheinlich hier sein. Natürlich brauchen wir ein Gift-Pokémon, was wir nie wieder mal nicht dabei haben. Ah. Ich habe aber auch allgemein kaum Gift-Pokémon bei mir im Team. Habe ich überhaupt welche? Ich habe einen Glibunkel. Wenn man schon keinen Schaden mehr von den gegnerischen Attacken kriegt, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass man überlevelt ist. Ui, Kaltklinge wurde aufpoliert. Ja, die anderen drei Attacken sind aber auch schon wieder kurz vorm nächsten Level. Ui. Hallo, Sedimantur. Ich werde den Dungeon aber noch nicht verlassen. Ich werde noch mindestens einen Gegner mir jetzt suchen. Wenn ich auf der Kalklinge noch den nächsten Strich haben will, weil wenn ich damit noch ein einziges Mal irgendwo treffe, dann kriege ich den nächsten. Der erste Strich von jeder neuen Stufe, den gibt es ja eigentlich immer mehr oder weniger gratis. Und den will ich jetzt nicht unbedingt im Wasserdojo verhauen. Das wäre nämlich reichlich sinnlos. Ein Flapterix haben wir schon im Team. So. Der erste rote Strich in der Kalklinge ist drin. Na dann raus hier. Paradiespunkte. Ernsthaft, du sagst mir jetzt schon wieder, dass ich für heute genug Abenteuer hatte. Spiel gerade mal so eine Viertelstunde oder so. Also man kann es auch übertreiben. So, Baumaterial. Also das Schimmermetall und die Erde haben wir. Ich brauche jetzt nur noch zwei Stück Hartsteinsplitter. Oh, wir kriegen eine Cutscene. Oh, er kommt wie gerufen. Was gibt's denn? Wisst ihr noch? Ich habe euch doch von den Lichtkugeln am Himmel erzählt. Eine davon kann man jetzt in diesem Moment sehen. Echt? Ja, oben vom Hügel aus. Von da komme ich gerade. Ihr solltet euch das nicht entgehen lassen. Alles klar. Gehen wir, Kilian. Aber was ist dieses Licht eigentlich? Gute Frage.
Ich habe keine Ahnung. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die das Licht sehen wollen. Also, wo ist denn jetzt dieses Licht? Ah, da ist es ja. Kilian, dort drüben ist sie. Siehst du die große Lichtkugel? Tatsache. Da ist wirklich eine Lichtkugel am Himmel und sie scheint sehr weit weg zu sein. Aber die Kugel scheint sich nicht zu bewegen, sehe ich das richtig? Imalga hat doch gesagt, die Kugeln würden emporsteigen, oder nicht? Und damit hat er auch recht. Die Kugel bewegt sich nach oben. Allerdings sehr, sehr langsam. So langsam, dass man meinen könnte, sie würde sich gar nicht bewegen. Ach so. Sie ist auf jeden Fall wunderschön. Irgendwie wahnsinnig mysteriös. Ja, sie ist wirklich schön. Aber... Aber was? Ach, es ist nichts. Vielleicht mache ich mir auch einfach zu viele Gedanken. Aber ich habe mein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht. Und bis jetzt habe ich so etwas noch nie gesehen. Kein einziges Mal. Doch auf einmal sieht man diese Lichtkugeln ständig. Ich finde das besorgniserregend. Du bist in Sorge? Naja, wie soll ich es sagen? Mir kommt es wie ein böses Omen vor. Je mysteriöser und seltsamer die Vorboten, desto schlimmer das, was kommt. Ich habe einfach dieses ungute Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird. Vielleicht bin ich auch einfach nur paranoid. Könnte das wirklich ein böses Omen sein? Tja, gut. Ich weiß natürlich, was es ist, aber ich spoilere das hier an der Stelle jetzt erstmal nicht. Neuer fliegender Händler ist eingetroffen. Ja, dann schauen wir doch direkt erstmal zum fliegenden Händler runter. Ein Gladiantri, was ist es denn? Ein Stahl-Dojo. Ich habe jetzt niemanden in meinem Team, der irgendwo Stahl attacken kann, also nein, danke. Kekleon, hast du denn heute was für mich? Nö, hast du nicht. Moment, wie viele Boxen habe ich denn dabei? Zwei. Reicht genau das Geld. Dann haben wir zumindest schon mal wieder einen Goldbarren. Das ist auch schön. Und ein Versammlungscape, ja gut. Okay, und dann musst du jetzt mal herhalten und mir das ganze Zeug wieder abkaufen. Also gut, das Zinkband, das Versammlungscape, das kann weg. Dann legen wir mal wieder die ganzen Items weg, die wir nicht brauchen. Die Schlüssel nehme ich aber gerne mit. So. Dann schnappen wir uns jetzt erst nochmal. Na, hätte ja nicht gleich machen können. Bisschen Geld. Dann einmal zum Wasserdojo. Und die Kalklinge trainieren.
Okay. Nicht mal einen Strich dazu bekommen. Normalerweise gibt es eigentlich immer einen Strich. Wie das Unrat-Hytox mich hier einfach wegschiebt. Dann, was habe ich gesagt, brauche ich noch mal heute? Zwei Hartsteinsplitter. Ja gut, die werden wir doch wohl irgendwo herkriegen. Sortieren wir mal noch Stein. Eine 3-Sterne-Mission. Die machen wir doch dann. Und dann noch eine Runde V-Roulette. Gestein haben wir heute. Hat niemand aus meinem Team, also schauen wir mal. So, 20% Chance. Das wird nichts. Na gut, Gestein-Pokémon können meinem Team sowieso auch nicht allzu viel ausmachen. Der einzige in meinem Team, der eine Gesteinsschwäche hat, ist Emolga. Und zwei aus meinem Team haben einen effektiven Typen gegen Gestein. Okay. Mordat, hast du denn heute irgendwas, was ich brauchen kann? Nö. Na dann. Zinnobertal. Hey, 114 Erfahrungspunkte. Ich glaube, hier lohnt es sich ja direkt ein bisschen zu trainieren jetzt wieder. Ja gut, wenn es eine 3-Sterne-Mission ist, dann ist der Dungeon auch ein klein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, sollte ich trotzdem kein Problem sein, hier alle frei rumlaufen zu lassen. Wenigstens haben wir hier sehr schöne Musik. Und hallo Kenji, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hast noch nicht allzu viel verpasst bis jetzt. Nur einen Job-Dungeon. Ein Heilsamen, nett.
Dann schauen wir mal. Bis jetzt sind die Gegner in diesem Dungeon ja auch nicht sonderlich schwer. Ein Makaber, ja. Ui. Ist das das, was ich denke, was es ist? Ja, es ist das, was ich denke, was ist das? Her damit. Das hier wäre ein Eisen und das ist ein Calcium. Netter Laden, Keklion, muss ich schon sagen. Müssen das ja irgendwie ausgleichen, dass mein Angriff 8 Punkte unter meinem Spezialangriff liegt. Jetzt sind es nämlich nur noch 6 Punkte. Okay. Musste erst warten, bis der sich wieder bewegen kann. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt mir dieser Dungeon vom Design her. Ist zwar alles etwas trüb gehalten, aber das macht irgendwie eine tolle Atmosphäre. Ui, Goldbarren. Wir haben unseren Snoop Ape doch schon. Da ist ein Level-Up für Emolga auf 36. Viridium ist jetzt erst auf 35. Also gut, Viridium haben wir jetzt schon alle überholt, auch wenn die am Anfang die war, die das höchste Level hatte. Ich meine, am Anfang war sie ja, glaube ich, Level 13. Nee, da waren wir Level... Wir waren Level 13 und sie war Level 20. Die war mal 7 Level vor uns. Jetzt haben wir sie schon überholt. Gut, hier geht's nicht weiter. Schon wieder ein Laden und aber der mal hat wieder ein Protein und eine Zitrobeere hier. Ich kann mir aber diesmal nichts mehr leisten. Und da ist wieder ein Goldbarren. Wasserdüse wurde aufpoliert. Wasserdüse ist jetzt Level 3. Yay. Ist zumindest schon mal aus den Kinderschuhen raus, die Attacke. Ein Volltrefferband. Wenn das mal nicht die Volltrefferquote erhöht, dann weiß ich auch nicht.
Wie, der überlebt sogar eine Kalkklinge von mir und das, obwohl er eine Schwäche dagegen hat. Hier irgendwo noch Leuchteboden oder so. Nö, sieht nicht danach aus. Brennt der mich hier einfach? Na gut, schauen wir mal. Ich habe zur Not eine spezielle Attacke. Der Schaden interessiert mich jetzt nicht wirklich. Mir eigentlich theoretisch sogar noch mehr Gelegenheiten mit der Kalkklinge drauf zu hauen, weil die ja jetzt weniger Schaden macht. Aber gut. Verbrennung nervt. Ein Allkraftorb. Dann schauen wir mal, ob wir den Aeroass auch noch auf Level 5 aufgestuft bekommen. Das ist jetzt Level 5. So, jetzt muss nur noch Aquavelle auf Level 3 und dann haben wir das auch erledigt. Nutzen wir die mal ein bisschen häufiger in nächster Zeit. Oh. Den Scanner ganz übersehen jetzt. Da ist sie schon aufgestiegen. Okay, das heißt, die kleinsten Attacken, die wir jetzt haben, sind Level 3. Witzigerweise gerade nur 3 und 5 und keine einzige auf 4. Wie die meisten Pokémon ja einfach nicht mal durch den Einschüchterer durchkommen. Und selbst wenn sie durchkommen, machen sie kaum Schaden. Okay, hier war ja auch schon gar nichts mehr.
dann mal auf zur Treppe. Da ist ja ein Fletiamo. So. Okay, Rollum und seine Handlanger. Dann hauen wir jetzt erstmal die Handlanger weg. Oh. Das Rollum hat das auch gleich gewonnen, hittet. Ja, gut, okay. Teamattacke OP. Und wir haben etwas Baumfarbe bekommen. Das heißt, wir können jetzt den Baum anmalen. Schade, dass der Baum gerade nicht zuschaut. Und 100 Paradiespunkte. Und wir haben den Paradiesrang Platin erreicht. Und wir kriegen wie immer eine Belohnung für den Rangaufstieg. Okay, Heilsamenfeld, Grimmsamenfeld, Raritäten. Unlicht-Dojo, Psycho-Dojo, ein Level-Up-Samen, ein Eisen, ein Zink und ein Elektrogeschenk und 10 Goldbarren. Nett. Das heißt, wir kriegen wieder eine Cutscene. Mich. Kilian, du. Hörst du mich? Kilian. Ja, ich höre dich. Ich höre dich sogar laut und deutlich. Das ist ja wunderbar. Endlich. Endlich komme ich zu dir durch. Kilian. Du? Ich habe gesehen, wie du verfolgt wurdest. Du warst also das Pokémon, das ich in meiner Vision gesehen habe. Ja, ich heiße Somniam. Du wurdest von einem gefährlich aussehenden Pokémon gejagt. Alles in Ordnung? Ich kann jetzt deine Stimme hören. Du bist also in Ordnung, oder? Ja, fürs Erste schon. Es ist mir gelungen, noch nicht geschnappt worden zu sein. Verstehe. Das freut mich zu hören. Ich war nämlich ziemlich in Sorge. Danke. Aber ich bin so erschöpft. Trikefalo lässt einfach nicht locker. Er findet mich immer und immer wieder. Trikefalo? Heißt dieses Pokémon so? Es wirkte jedenfalls sehr brutal. Ja, Trikefalo mit seinen 3 furchteinflößenden Köpfen. Mit seinen 3 Mäulern verschlingt er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er ist die pure Zerstörung in Pokémon-Gestalt. Es ist allein seine Schuld, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Und wenn er nicht bald aufgehalten wird, könnte diese Welt noch zerstört werden. Trikefalo interessiert sich ausschließlich für sich selbst und seine eigenen Belange. Er sagt, es sei ihm egal, ob der Rest der Welt zugrunde gehe oder nicht. Ich würde ja nur zu gerne etwas gegen ihn unternehmen, aber er ist zu gewalttätig. Niemand kann so ein Monster stoppen, schon gar nicht ich. Ich sah keine andere Möglichkeit, als nach Hilfe in der Welt der Menschen zu suchen. Ich kann nämlich die Träume der Menschen betreten. Und der Traum, in dem ich erschien, Kilian, das war dein Traum. Ich rief dich in meiner Verzweiflung um Hilfe an. Die Cutscene vom Anfang. Aber als ich um Hilfe anrief, wurde ich dabei von Trikefalo bemerkt. Und seitdem verfolgt er mich. So ist das also.
Seitdem jagt er Somniam. Seit jenem Abend jagt mich Trekeferlo ohne jede Gnade. Bisher konnte ich ihm immer entkommen. Aber langsam geht mir die Kraft aus. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis er mich schnappt. Verstehe. Wo bist du jetzt, Somniam? Was? Kommst du mich etwa retten? Ja, klar. Schließlich hast du mich doch in diese Welt geholt. Vielen Dank. Ich bin am Fuße des Berges Genovea. Das ist ein Vulkan mitten im Wald. Bitte, du musst mich retten. Oh, er hat mich gefunden. Ich muss weg. Entschuldige bitte, ich verlasse jetzt deinen Traum. Bis bald. Oh. Domi schläft noch tief und fest. Dann war es also wirklich ein Traum. Aber wenigstens konnte ich diesmal alles klar und deutlich sehen. Es ist genauso, wie Domi gesagt hat. Endlich stimmen die Wellenlängen überein. Am besten sortiere ich jetzt erstmal alles. Somniam heißt das Pokémon in Not. Sie wird von einem Pokémon namens Trikefalo verfolgt. Und sie befindet sich jetzt am Fuß des Berges Genovea. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich bin in diese Welt gekommen, weil mich ihre Stimme sozusagen hineingesaugt hat. Es freut mich sehr, dass Domi auch helfen will, aber das Ganze ist allein mein Problem. Ich will keinen meiner Freunde in Gefahr bringen. Deswegen dachte ich mir zuerst auch, ich muss das alleine bewerkstelligen. Aber Somniam hat gesagt, dass durch Trikefalo die Welt aus den Fugen geraten wird. Sie hat gesagt, er könnte sogar die ganze Welt zerstören. Die anderen Pokémon scheinen ja alle mit Sorge in die Zukunft zu blicken. Vielleicht hängt ihre Sorge ja irgendwie mit Trikefalo zusammen. Es ist also nicht nur mein Problem, die Sache geht alle an. Morgen früh sollte ich mich nicht nur mit Domi, sondern auch mit allen anderen beraten. Oh, ach ja, jetzt kommt die Szene. Was? Was? Kilian? Du bist denn wirklich gar kein Pokémon? Du kommst aus der Welt der Menschen? Du bist ein Mensch? Was? Strepoli? Ach ja, stimmt ja. Dieses klitzekleine Detail hatte ich ja keinem von ihnen erzählt. Kein Wunder, dass sie jetzt überrascht sind. Bevor ich von meinen Träumen erzähle, hätte ich ihnen das wohl erklären sollen. Entschuldigt bitte, Leute. Es ist nicht so, dass wir euch was verschweigen wollten. Wir haben nur einfach nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, um es zu erwähnen. Jedenfalls ist Kilian ein Pokémon im Traum erschienen und hat um Hilfe gebeten. Aus irgendeinem Grund wurde Kilian daraufhin zu einem Pokémon und kam in unsere Welt. Wir trafen aufeinander. Und da Kilian nicht wusste, wohin, beschlossen wir, fortan an einem Strang zu ziehen. Wir konzentrierten uns zunächst mal auf die Richtung des Pokémon-Paradieses. Die ganze Zeit über war unklar, weshalb Kilian eigentlich hier ist. Aber wenn es einen Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels gibt, dann finden wir ihn in den Träumen von Kilian. Da waren wir uns immer sicher. Und der Traum von letzter Nacht hat jetzt für endgültige Klarheit gesorgt. Ich weiß, dass das alles erstmal total unglaublich klingt, aber es war... Yep, echt ziemlich unglaublich. Ich meine, so eine Geschichte bekommt man schließlich nicht alle Tage zu hören. Wir müssten doch völlig verrückt sein, euch das einfach so zu glauben. Du sagst es. Ich glaube euch kein... Nicht? Also ich glaube euch. Also ich glaube euch kein... Ich glaube euch kein... Ich glaube euch kein... Keineswegs nicht, will ich sagen. Natürlich glaube ich euch. Nun, wenn unsere Freunde das sagen... Wenn Kilian das sagt... Dann glauben wir es natürlich, ganz egal, was andere denken. Leute, also stimmt, dass dieses Pokémon namens Trikefalo alles verschlingt und somit die Welt aus den Angeln hebt, dann können wir natürlich nicht einfach tatenlos zusehen und nichts tun, oder? Danke, Leute. Ich sehe das genauso wie ihr alle. Damit ist die Entscheidung gefallen. Wir, das Team Shy Guys, werden mit der Kraft jedes Einzelnen sowie unserer geballten Teamstärke Kilian bei seinem Abenteuer bis zum Ende unterstützen.
Da müssen wir schnell alles vorbereiten. Weiß denn jemand von euch etwas über Somnium und Tricephalo? Nein, diese Namen höre ich zum ersten Mal. Geht mir auch so. Dann hat also noch niemand hier etwas von den beiden gehört? Wenn wir mal kurz analysieren, was Killian gesagt hat, dann scheint dieser Tricephalo ziemlich gefährlich zu sein. Drei Köpfe und große Mäuler, mit denen er alles verschlingt. Ein Pokémon so gewalttätig, dass niemand es aufhalten kann. Da kriegt man ja richtig Angst. Wir könnten es also nicht mal mit vereinten Kräften besiegen? Wir sollten die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Als erstes müssen wir uns überlegen, wie wir Somnium retten können. Genau. Wir wissen einfach noch zu wenig über diesen Tricephalo. Aber wir müssen uns natürlich auf das Schlimmste gefasst machen. Für den Fall, dass er plötzlich auch uns jagt. Wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass Tricephalo nicht Rastatt heimsucht. Unser Ziel ist die Rettung von Somnium. Aber Tricephalo darf uns nicht bemerken. Sobald wir Somnium gefunden und gerettet haben, bringen wir sie zum Paradies. Dann befragen wir sie über Tricephalo. Und mit dem neuen Wissen überlegen wir uns eine Strategie. Was sagt ihr? Aber so wie die Dinge liegen, sollte auf diese Rettungsmission nur ein kleines Einsatzteam gehen, oder? Ja, dann werden nur Killian und ich gehen. Seid vorsichtig, bringt Somnium mit, aber bloß nicht Tricephalo. In der Zwischenzeit kümmern wir uns hier um alles. Kommt wohlbehalten zurück, okay? Danke, Molga und Domise. Wir werden unser Bestes geben. Wohin sagtet ihr, dass ihr geht? Diese Somnium befindet sich doch am Fuß des Berges Genovea, nicht wahr? Das ist ein Vulkan im Süden. Er ist ein gutes Stück weg von hier. Mit den Zugangskarten seid ihr schneller. Aber zuerst müssen wir natürlich die richtige Kombination austüfteln. Das stimmt. Fangen wir gleich damit an. Psyana und ich machen uns zugleich daran, die richtige Kombination herauszufinden. Wir finden einen Dungeon, der euch direkt zum Fuße des Berges führt. Die Entfernung ist zwar beträchtlich, aber die Kombination sollte dennoch einfacher als beim Riesengletscher sein. Allzu viel Zeit wird es wohl nicht in Anspruch nehmen. Ihr beiden macht euch in der Zwischenzeit bitte für die Abreise fertig. Wir warten auf dem Hügel auf euch. Sobald ihr die Reise bereit seid, sprecht uns an. Verstanden. Dann bereiten wir uns mal gründlich vor, Killian. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir rauf auf den Hügel. So. Na dann. 44 Goldbahn habe ich mittlerweile. Nice. Eine Box habe ich dabei. Das heißt, ich sollte nachher noch zu Ramaidon gehen. Erstmal schauen, was du hast. Er hätte wieder einen Aeroass, aber die habe ich ja mittlerweile schon. Wieso verkauft er mir TMs, die ich schon habe? So, das hier wird verkauft. Jo, das war's erstmal, was verkauft werden soll. Na gut, dann was haben wir heute für eine V-Welle Unlicht? Victini, können wir das vielleicht ändern?
So. Das wird mit ziemlicher Sicherheit nichts. Naja, gut. Macht ja nichts. Leon, mein alter Freund, hast du vielleicht irgendwas für mich? Pflücker und Reflektor. Na dann, Ramaldon, knack mir doch mal diese Box auf hier. Ein Top-Elixier. Zum Glück brauche ich ja so viele davon. Naja, Moment mal. Wie viele Level-Up-Samen habe ich inzwischen? 3. Okay. Ich bin aktuell Level 35. Ja, wenn ich Level 40 habe, dann überbrücke ich damit die letzten 3 Level auf 43. So. Ach ja, Moment, wir müssen ja rauf zum Hügel. Ganz vergessen. Oh, jetzt weiß ich wieder, warum ich ins Paradies zurück wollte. Ich wollte noch zu den Dojos gehen und meine Attacken trainieren. Da gibt es wieder ein paar Sinelbeeren zum Ernten. Dann trainieren wir mal wieder. Haben wir zumindest schon mal auf dem halben Weg Richtung Level 6. Der Dummy braucht dringend wieder eine neue Elektroattacke. Zum Glück kriegt er noch eine richtig gute. Ich muss nach Tara Bescheid sagen. Hier steht sonst niemand. Ja, ich bin bereit. Okay. Okay, soweit so gut. Kilian, Domi, wir sind bereit. Vielen Dank nach Tara und Psyana. Also Leute, wir gehen dann mal. Passt hier gut auf alles auf, während wir weg sind.
Und ihr passt bitte auf euch auf. Übernehmt euch bloß nicht. Sobald ihr Somnium gefunden habt, kehrt ihr sofort wieder zurück, klar? Schon klar. Wir müssen vor allem aufpassen, dass Trikefalo uns nicht bemerkt. Und natürlich muten wir uns nicht mehr als nötig zu. Gehen wir, Kilian. Viel Glück. Kilian, Domi, alles Gute. Danke. Kümmert euch gut ums Paradies. Na bitte, da ist ja der Eingang zum Dungeon. Wenn wir diesen Dungeon durchqueren, sollten wir am Fuß des Berges Genovea rauskommen, so wo sich Somnium befindet. Mir ist zwar schon etwas mulmig, so ganz ohne unsere Freunde, aber wir zwei schaffen das schon. So. Die beiden überschüssigen Sinelbeeren legen wir noch ab. Und dann geht's auf den Genovea-Pfad. Ah ja, und für diese Expedition macht's jetzt nicht wirklich viel Sinn, wenn wir das Team aufteilen, weil wir sind jetzt diesmal eh nur zu zweit. Das heißt, wir können genauso gut mal wieder zusammen durch die Dungeons durchrennen. Ein Feuer-Pokémon. Goldbarren. Ein Meistergriff. Da rennen jetzt aber schon ganz schöne Brocken rum. Ich frage mich, ob ich die Dungeons hier überhaupt so richtig erkunden soll. Ein Kapuno. Sehr schön. Zurückschrecken lassen geht immer. Okay. Okay, ich kann hier nicht über die Ecke schießen. So. Schaden. Machen zumindest schon mal wieder mehr Schaden als alles, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Die meisten davon haben irgendwie überhaupt keinen Schaden gemacht.
Oh, Moment, da ist ein Goldbarren. Zwölf Schaden. Das ist ja schon fast viel. Rennen uns aber ganz schön viele Pokémon entgegen hier. Und Level 36 für Domi. Auch wenn die Statuswerte inzwischen schon kaum noch ansteigen. Wenn der mich aus der Distanz abschießt, dann schieße ich zurück. Dafür muss es nicht zwingend 5 Uhr sein. Wenigstens mal wieder ein paar Gegner, die ein bisschen was aushalten. Ein Grillmark. Schaut gerade hier irgendjemand zu? Moment, schauen wir doch direkt mal nach. Okay, laut der Viewersliste im Chat sieht zumindest Kenji gerade zu. Hast du, Kenji, hast du eine Idee für einen Spitznamen für ein Grillmark? Okay, da kommt anscheinend gerade keine Antwort. Ah, doch, es kommt eine Antwort. Schön, dass du doch noch da bist. Feueraffe ist, finde ich, ein bisschen einfallslos. Und außerdem könnte das auch auf Panflam, Panfyro und Panferno zutreffen. Und außerdem benenne ich Pokémon ungern nach Dingen, die sie darstellen sollen. Ich finde das irgendwie manchmal ein bisschen dämlich. Feuerzeug. Na gut. Mal schauen, ob es reinpasst. Wo ist das Uta? Ja, das passt rein.
Geduld. Deine Geduld bringt dich aber nicht sehr weit, wie du siehst. Er ist nicht in der Schusslinie. Illuminati confirmed. Von was denn dieses Mal? Oder meinst du wegen... Oder meinst du wegen diesen drei Felsen, weil die hier in einem Dreieck angeordnet sind? Oder... Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, wegen dem Auge. Das heißt einfach nur, dass ich nicht einschlafen kann. Ja, das Dreieck hatte ich doch gerade. Ein Funkenflug. Oh, da macht der nebenbei Schaden vom Funkenflug schon mehr Schaden als der Funken, als die Attacke selbst. Ein Keklion-Laden, der hat allerdings nur 3 Orbs. Ja, ein Meister Property, da laufen hier schon die ganze Zeit rum. Hat es geschafft, mich zu paralysieren. Kann ich ja fast nichts dagegen machen. Was du meinst, das ist Strepoli. Strepoli ist die Vorentwicklung vom Meistergriff. Und der heißt hier einfach nur Pimp Crackpoli. Und du nenntest ihn immer Stückpoli. Wieder ein Goldbarren. 48 schon. Also das heißt, wenn ich von der ganzen Expedition zurück bin, kann ich mir höchstwahrscheinlich meinen Blizzard holen. Dann haben wir endlich pures Entertainment hier. Ach, du meinst den Spitznamen für Meistergriff. Ja, das ist Bud Spencer. Dass ich dieses Mal sogar wirklich ein Top-Elixier brauchen könnte. Oh, das Grillmack. Das kommt her. Ich will dieses Grillmack haben. Der hat ein EP-Band. Der hat ein Versammlungscape. Gut. Nehmen wir auch mit.
Da ist zumindest ein Grillmark. Bist du das Grillmark, das das EP-Band hat? Nee, bist du nicht. Also, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Grillmack. Ein Grillmark. Ja, da hat es. Dann gibt's ab jetzt Erfahrungspunkte, und zwar noch mehr als vorher. Für jede Runde, die vergeht, einen Erfahrungspunkt. Und jede Aktion ist eine Runde. Das heißt, sogar jeder Schritt, den ich mache. Für jeden Schritt, den ich mache, gibt es einen Erfahrungspunkt. Für jede Runde, die ich aussetze, gibt es einen Erfahrungspunkt. Hört sich nicht unbedingt nach viel an, aber das summiert sich extrem. Und ach ja, weil es jetzt gerade wieder so lese, Meistergriff schreibt man mit A statt mit ER. Eine Traumfalle. Na gut.
Ich weiß gar nicht mehr auswendig, wie lang dieser Genovea-Pfad eigentlich war. Fast so aus, als könnte ich in diesem Dungeon das erste Mal seit langem wieder ein Top-Elixier brauchen. Wieder ein Top-Elixier. Von denen habe ich ja mittlerweile mehr als genug gefunden. Eigentlich kann ich mit den Dingern ja sehr verschwenderisch umgehen. So viel wie ich davon habe. Der hat sowieso noch alle Attacken irgendwie drin. Aquarelle. Direkt aufpoliert. Und Wasserdüse auch gleich aufpoliert. Bisschen und die Kalklinge jetzt dann auch schon auf Level 6. Okay.
sind wir schon auf U10. Mal schauen, ob wir die Kalklinge in dem Dungeon noch auf Level 6 bringen. Schon wieder ein Top-Elixier. Okay, dann war eine Wand schon davor. So. Ja, das sind die Illuminati-Augen wieder. Schön, dass die sich alle in meine Schusslinie reinstellen. Glaub, nach dem Dungeon mache ich erstmal meine erste Pause. Na gut, oh, jetzt sehe ich gerade, da hinten war ja die Treppe. Oh, sind wir schon fertig damit? Okay, das, den ganzen Dialog machen wir nachher. Wir machen... Moment, da ist er, Pausenbildschirm. Dann YouTube-Aufnahme auch pausieren. So, weiter geht's. Irgendwie ganz schön dunkel hier. Kann kaum die Hand vor Augen sehen. Wir werden uns vortasten müssen. Ich habe das Gefühl, das hier könnte der Ausgang des Dungeons sein. Wollen wir das mal genauer ansehen, Kilian? Draußen ist es ja genauso dunkel. Ist es etwa schon Nacht? Sind wir hier etwa in einem Wald? Wie viel Zeit inzwischen wohl vergangen ist? Nachtara hat doch neulich gesagt, wenn man mit den Zugangskarten die Ärztin manipuliert, um einen Dungeon zu beschwören, wüsste man nie, was alles passieren kann. Könnt ihr das damit gemeint haben? Vielleicht beeinflussen die Zugangskarten ja auch irgendwie die Zeit. Die beiden haben gesagt, dass wir direkt am Fuße des Berges Genovea rauskommen. Also denke ich, dass wir hier richtig sind. Sonja müsste demnach ganz in der Nähe sein. Doch Trikefalo auch. Aber in dieser Dunkelheit finden wir sie nie. Und wir wollen natürlich nicht plötzlich Trikefalo in die Arme laufen. Wir haben keine Wahl.
Und danke fürs Looten. Wir sollten erstmal hier draußen übernachten. Irgendwie schon ein unheimlicher Wald, findest du nicht auch? Sag mal, wie lange ist es jetzt her, dass wir aufgebrochen sind? Zu Fuß dauert es normalerweise ein paar Tage bis zum Berg Genovea. Also haben wir die Zugangskarten benutzt, um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. Tja, hoffe mal sehr, dass nicht zu viel Zeit vergangen ist. Denn falls zu viel Zeit vergangen ist, ist Somnium womöglich gar nicht mehr hier. Samnia, hoffentlich geht es ihr gut. Aber es bringt ja doch nichts, sich jetzt den Kopf zu zerbrechen. Heute sollten wir früh schlafen gehen, damit wir morgen frisch sind. Oh, aber was, wenn wir im Schlaf von Trikefalo angegriffen werden? Nein, ich darf gar nicht dran denken. Wir müssen jetzt schlafen. Gute Nacht, Kilian. Du, hörst du mich? Kilian, du bist Somnium. Bist du in Ordnung, Somnium? Bist du verletzt? Nein, es geht mir gut. Du bist also wirklich gekommen, um mich zu retten? Vielen, vielen Dank. Wo bist du jetzt? Wenn du den Wald, in dem du gerade bist, verlässt, kommst du in ein Felsgebiet. Ich verstecke mich im Schatten der Felsen dort. Aber Trikefalo kommt immer näher, also kann ich hier nicht weg. Bitte, du musst mir helfen. Somnium? Was ist los, Somnium? Somnium! Also das... Ich muss schnell Domi aufwecken. Wow! Kira, was ist denn? Oh nein, sag bloß, Trikefalo greift an. Nochmal Glück gehabt. Keine Spur von ihm weit und breit. Oh je. Ich habe wohl etwas überreagiert. Aber, was ist denn? Ist es dann, Kilian? Es ist ja noch mitten in der Nacht. Was? Wir müssen sofort aufbrechen und Somnium retten? Warum auf einmal die Eile? Was? Du hast schon wieder geträumt? Wenn ich sofort gehen, stößt Somnium vielleicht etwas zu? Alles klar. In der Dunkelheit loszugehen ist zwar nicht ganz ungefährlich, aber gut. Wir haben offensichtlich keine Wahl. Gehen wir. Meine Augen haben sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt. Es dauert wohl noch etwas, bis wir aus dem Wald heraus sind. Und wenn wir den Wald hinter uns haben, können wir in dem Felsgebiet an, wo sich Somnium versteckt, richtig? Wir beeilen uns lieber, bevor Somnium noch etwas Schlimmes zustößt. Gehen wir. Moment mal. Aus irgendeinem Grund ist die Musik bei mir gerade ziemlich laut auf dem Ohr. Moment mal. Das wird man jetzt wahrscheinlich ganz kurz auf der YouTube-Aufnahme sehen, aber das muss ich jetzt mal ganz kurz leiser stellen. Wo ist es denn? Da ist es. Na gut, ich hab's ist zwar genauso laut wie vorher eigentlich, aber irgendwie. Hopp. So. Schon besser. Jetzt ist es nicht mehr so laut auf den Ohren bei mir. So, zwei Top-Elixiere reichen und die ganzen Orbs können wir wegstecken und die Funkelbox auch. Und eine Sinelbeere nehmen wir noch mit, damit wir wieder vier haben.
Oh, Moment mal. Das hier muss ich natürlich schon wieder in den Vordergrund setzen, sonst bewegt sich das Bild hier nicht weiter. Oh, sehr viele Pokémon hier. Oh, haben wir Elektro-V-Welle. Kein Wunder, dass der gerade so viel Schaden macht. So. Ah, hier ist eine Sackgasse. Naja, das ist wieder so ein Sackgassenwald. Ui, ein Aquana. Hui, die geben aber ganz schön ordentlich EP. 271. Und die Viecher hier halten auch langsam wieder ein bisschen was aus. Na gut, wäre auch sonst ein bisschen zu langweilig. Soll ja ein bisschen Abwechslung zu den Job-Dungeons auch mal da sein. Sackgassen, ich liebe diese Sackgassenwälder. Noch mehr Sackgassen. Ah ja. Der ganze Dungeon hier scheint mir hier sehr linear aufgebaut zu sein. Gibt kaum Abzweigungen hier, die irgendwo hinführen. Also diese ganze Dungeon-Ebene ist sehr linear. Bis auf hier. Der einzige nicht lineare Punkt hier. Ein kleiner Kreis ist drin.
Es regnet. Gut. Hat Gutes und auch Schlechtes. Das Schlechte ist, wir regenerieren jetzt hier keine KP. Das Gute ist, meine Wasserattacken sind stärker. Kalkklinge wurde soeben aufpoliert und ist jetzt Level 6. Yay. Also bitte, da stehen zwei Aquanas vor dir und du kommst nicht auf die Idee, deinen Donnerblitz hier zu benutzen. Na, immerhin. Moment mal, da geht's ja auch noch irgendwo hin. Na gut, Wunderfeld ist hier, aber sonst nichts. Und Level 37. Moment mal, die Attacke, die ich jetzt kriege, müsste Heimzahlung sein, oder? Ja. Yep. Brauchen wir nicht. Und hallo, Jerome. Schön, dass du auch wieder da bist. Ein Reinsamen. Er lernt auch eine neue Attacke. Was lernt er denn? Agilität. Ja, in Pokémon Mystery Dungeon 1 und 2 war diese Attacke noch OP, seit Gates to Infinity nicht mehr. Was ich von der Switch halte, naja, bis jetzt hat sie keine für mich irrelevanten Titel, also halte ich davon auch nicht sonderlich viel. Ist eine nette Konsole, aber sonst, ja. Eine schöne Box. Und da ist wieder ein Bud Spencer. So. Will mich hier im Finsterforst auch gar nicht mehr so lang aufhalten, aber... Wenn ich jetzt hier Finsterforst schon so gerade sehe, kleiner Funfact, im ersten Mystery Dungeon gibt es auch einen Dungeon, der Finsterforst heißt. Und ist dort sogar ebenfalls ein Hauptstory Dungeon. Wobei man in den ersten paar Mystery Dungeons sowieso eigentlich nur Story Dungeons hat.
Man hat lediglich nach der Story noch ein paar Dungeons, die man nicht zwangsläufig mit der Story machen muss. Und wieder ein Lord Spencer. Ein Appellorb. Ich soll Apo Red rückwärts lesen. Wieso sollte ich das tun? Ja, ich weiß, dass da der Opa rauskommt, aber trotzdem. Ich halte trotzdem nichts von ApoRed. Was das sein soll, was Komisches, musst du nicht verstehen. Und es regnet wieder. Oh. Wieso tust du dir auch sowas an und suchst doch sowas? Ja, man könnte auch Google zum Suchen benutzen, aber gut. Ist wahrscheinlich inzwischen schon wieder zu Mainstream. Danke, Jerome, fürs Folgen. Ja, ich weiß. Ich habe ihn ja auch selber eingestellt. Thank you.
ja. Solange du dir irgendwann mal merkst, dass Tanks ohne Waffen nicht gehen, ist alles okay, Jerome. Immer diese Genauigkeitssenker. Wunderfeld bitte, danke. Kein Kommentar. Aber Jerome, Tank ohne Waffe geht nicht. Tanks brauchen Waffen. Ein Keklion-Laden. Wie viel Geld habe ich dabei? 3000. Okay. Vital-Orb. Allkraft-Orb. Angst-Orb. Ja, Jerome, ich hindere dich nicht daran, den Schildträger in Hearthstone zu spielen. Okay. Nicht wirklich irgendwas dabei, was ich mir kaufen möchte. Stimmt ja, da war ja was. Ging in dem Spiel ja noch nicht, dass man durch seine Verbündeten einfach durchschießen kann. Ich denke ja eigentlich die ganze Zeit dran, bloß jetzt irgendwie habe ich es eben vergessen. Ach, mein Pikachu tankt doch nix. Pikachu ist ein Damage-Dealer. Für einen Tank hält Pikachu auch viel zu wenig aus. Ein Otaru ist da zum Tanken schon wesentlich besser. Und außerdem, ein Otaru hat eine Waffe. Ich habe eine Muschel. So. Ui, wir haben sogar noch eine Ebene 11 hier. Hier, in die Richtung will ich. So. Einmal eine Aquawelle. Nee, die habe ich nicht gesehen, weil ich vom Anime nach Generation 4 keine einzige Folge mehr gesehen habe. Ich
habe aber von der Folge gelesen. Auch ein komisches Verhalten von dem Pokémon da gerade. Steht einfach da hinten in der Sackgasse und lässt sich vermöbeln. Ja, die Aquavelle wurde aufpoliert. Ist ja schon auf dem besten Weg zu Level 4. Frage mich, wie lange dieser Dungeon gerade noch ist. Ebene 13 ist bis jetzt zumindest ein Rekord in Länge. So, jetzt bleiben nur noch zwei Möglichkeiten übrig, wo die Treppe ist. Nämlich, die eine ist oben in der rechten oberen Ecke, die andere ist links unten. Ja, das habe ich befürchtet, dass ich zuerst in die falsche Ecke renne. Okay, da unten geht es auch noch weiter. Ne, tut's nicht. Das ist mal wieder so eine blöde Sackgasse. Die in nirgendwo einfach mal wieder endet. Und hier schon wieder ein Aquana. Aber Aeroass wurde aufpoliert. Immerhin. So. Ebene 14. Geht ja noch weiter. Okay, will gerade ein paar Attackenpunkte mal hier sparen. Weg mit euch.
Okay, nach 14 Ebenen war es dann doch erledigt. Ah, Kilian, dort drüben. Der Wald hat dort endlich ein Ende. Ich kann dahinter einige Felsen sehen. Kilian, wenn wir vermeiden wollen, dass Trikeferl uns entdeckt, dann sollten wir von jetzt an flüstern. Und irgendwo hier ist Somniam, oder? Aber Trikeferl ist wahrscheinlich auch nicht fern. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir nach Somniam suchen. Sollten wir Trikeferl sehen, verstecken wir uns am besten. Kilian? Kilian! Ist das? Hast du sie gefunden, Kilian? Boah. Sie ist verletzt. Du bist doch Somniam, oder? Wurdest du von Trikeferlo angegriffen? Ja. Trikeferlo darf es auf keinen Fall entdecken. Also flüstern wir ab jetzt, okay? Okay. Du atmest ziemlich schwer. Alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Die Wunde ist nur halb so schlimm. Und außerdem, endlich treffen wir uns, Kilian. Das freut mich wirklich sehr. Somniam. Keine Spur von Trikeferlo. Wo könnte er sein? Nicht, dass er am Ende ganz nah und uns dicht auf den Fersen ist. Ich weiß es nicht. Aber wir sollten von hier verschwinden, solange es noch geht. Kannst du laufen, Somniam? Ich denke schon. Dann lass uns ganz schnell von hier verschwinden. Lass uns alle zurück in unser Pokémon-Paradies gehen. Daraus wird leider nichts. Hä? Wieso denn nicht? Weil Kilian... Ach, was flüstere ich hier noch? Weil Kilian... Kilian wird hier jetzt nämlich alle gemacht. Was? Wow. Endlich. Endlich haben wir Kilian geschnappt. Gut gemacht, Somniam. Das war eine schauspielerische Glanzleistung. Bravissimo. Sieh an, diese trüben Tassen hast du doch gesucht, Somniam. Ich staune. Aber das trifft sich hervorragend. Wir haben nämlich noch eine kleine Rechnung mit diesen Armleuchtern offen. Ihr wisst, was zu tun ist. Sie dürfen auf keinen Fall entwischen. Ich verstehe gar nichts mehr. Somniam? Warum? Ich kapiere es auch nicht. Also, ich verstehe echt nur Bahnhof. Aber ganz offensichtlich stecken wir hier in großen Schwierigkeiten. Zumindest so viel ist mir klar. Wir müssen fliehen. Kilian, hör mir zu. Wir haben nur einen Versuch. Diese zwei Pokémon da, die hier für Licht sorgen. Sie sind unser Ziel. Alles klar. Du darfst nicht zögern. Los geht's. Ich sehe nichts mehr. Und jetzt nichts wie weg hier. Schutz der Dunkelheit. Kilian, das ist unsere Chance. Ah, sie dürfen nicht entkommen. Hinterher. Ihnen nach. Verstanden. Los, ihnen nach. Geht klar. Ja, wer war das? Wer ist da eben auf meinen Schweif getreten? Entschuldige, das war ich. Quack! Alles dreht sich. Mein Kopf fühlt sich so an, als wäre gegen einen Felsen geknallt. Brock, du warst das Toxiquack. Was treibt ihr Schwachköpfe da? Verfolgt Kilian und Domi, aber ein bisschen plötzlich. Lasst sie auf keinen Fall entkommen. Na dann. Sieht so aus, als hätte ich sie abgehängt. Aber Domi und ich wurden leider auf der Flucht voneinander getrennt. Aber es Domi wohl gut geht. Ich hoffe doch sehr, dass Domi ihn ebenso entwischen konnte. Aber ich kann Somniams plötzliche Wandlung immer noch nicht recht begreifen.
All die Pokémon haben uns aufgelauert. Und die Pokémon, die Psyana angegriffen haben, waren auch darunter. Es gibt keinen Zweifel. Das war eine Falle. Aber wieso würde Somnium uns angreifen wollen? Quack, quack. Dort ist niemand. Sehen wir mal ihr nach. Oh je, sie haben mich eingeholt. Ich muss schnell von hier verschwinden. Ah, aber zum Items aufräumen ist immer Zeit. So viele Sinelbeeren. Ah, ich vergesse ständig, dass ich das Eisen und das Zink dabei habe. Ein Top-Elixier reicht mir hier. Ich finde unterwegs wahrscheinlich eh wieder viel zu viel. So. Ich hätte gerne eine Amarena-Beere. Dann geht's los. In den nächsten Dungeon. Und heute ausnahmsweise mal alleine unterwegs, aber gut, sind wir ja mehr oder weniger von unseren Job-Dungeons gewohnt, dass wir ja so alleine rumkurven. Nur, dass diesmal zwischendrin nicht alle möglichen Pokémon von unseren Verbündeten weggehauen werden. Okay. Moment mal. Ah, das erklärt das. Wasser-V-Welle. Ich wusste, dass irgendwo demnächst eine kommt. Ich habe es irgendwo in der V-Wellen-Vorhersage, habe ich es irgendwo noch im Kopf gehabt, dass irgendwann demnächst eine Wasser-V-Welle kam. Trifft sicher gut, dass ich es in dem einzigen Dungeon kriege, in dem ich mal tatsächlich alleine unterwegs bin. Laufen aber hier immer noch dieselben Pokémon rum wie vorhin im Wald. Level up. Moment, meine letzte Attacke kam mit 37 und die davor mit 35. Das heißt, die nächste kommt mit 41. Und ich weiß auch genau, welche das ist. Die nächste ist nämlich Schwerttanz. Eine Pilzsiefbeere. Ah ja,
Wenn wir Zwischenstationen haben, dann wissen wir ja, was das bedeutet. Am Ende von diesem Dungeon gibt es einen Bosskampf. In diesem Falle möchte ich einen Grimmsamen mitnehmen. Endlich draußen. Puh, ich bin ziemlich erschöpft. Aber ich habe keine Zeit für eine Pause. Oh nein, eine Sackgasse. Eine Klippe. Eine ziemlich hohe noch dazu. Der Abstieg dürfte sich ja schwierig gestalten. Wenn ich mich an den Felsen klammere, kann ich vielleicht hinunterklettern. Quack, quack. Da bist du ja. Kilian ist hier. Quack, quack, ha. Haben wir dich endlich. Sieht so aus, als würden wir schneller mit der Arbeit fertig werden als die anderen. Die anderen? Schneller mit der Arbeit fertig werden als die anderen? Das kann nur eins heißen. Domi wurde noch nicht gefangen. Dann darf ich mich auch nicht schnappen lassen. Quack, am besten, gib am besten gleich auf. Wir machen dich jetzt nämlich platt. Ich muss ihnen unbedingt entkommen. Keine Sorge, Domi, ich lasse mich auf keinen Fall von denen schnappen. Es sind nur drei. Das sollte nicht unbedingt so schwer sein. Vor allem nicht mit einer V-Welle. Der erste ist schon mal weg. So, dich als nächstes. Und weil du ja sowieso schon gerade deine Verteidigung erhöht hast. GG, easy. Quack, quack, quack. Geschafft. Ich habe sie endlich besiegt. Ich nutze jetzt die Gunst der Stunde und klettere die Klippe runter. Puh. Ich bin total erschöpft. Meine Füße sind schwer wie Blei. Quack, du entkommst uns nicht. Hey, wo seid ihr alle? Hey! Wir sind hier! Kilian ist hier oben! Zwei neue Gegner. Was war das? Wow. Quack, haha. Du kommst gerade recht, Brutalander. Mach Kilian so richtig fertig. Oh nein. Das hat mir gerade noch gefehlt. Dabei bin ich auch schon so ziemlich kaputt. Es fällt mir schon schwer, mich überhaupt auf den Beinen zu halten. Mach Kilian alle. Quack, quack, quack. Oh nein, ich verliere das Gleichgewicht. Sie blasen wohl zum Angriff. Ich kann nicht ausweichen. Ah. Duck dich, Kilian. Hä?
dieses Pokémon? Wir verschwinden von hier, Kilian. Hä? Uah! Was zum Quack? Tja. Da kam uns ein gewisses Trikefalo zur Hilfe. Wobei ich sagen muss, die beiden Stalobor und das Brutalander hätte ich auch so noch gepackt. So, erstmal kurz einen Schluck trinken. Die Stimme von Toxiquark ist sehr anstrengend. Was um alles in der Welt ist denn nun passiert? Wo bin ich bloß? Ah, genau. Ich bin von der Klippe gestürzt und dann... Oh, du bist endlich wieder bei Bewusstsein. Ah! Trikefalo! Oh, jetzt sag nicht, dass ich dir Angst gemacht habe. Tut mir leid. Aber ich werde dich ganz sicher nicht fressen oder hinterrücks angreifen, Kilian. Oder dich zermalmen und zerquetschen wie eine Made. Nein, nichts dergleichen. Sei unbesorgt. Das ist ganz und gar nicht meine Art. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Glaub mir bitte. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Mir stand das Wasser bis zum Hals und dann dann tauchte Trikefalo auf. Und er hat mich gerettet, als ich die Klippe hinuntergestürzt bin. Puh, du scheinst dich wieder etwas beruhigt zu haben. So gefällst du mir schon besser. Da fällt mir echt ein riesengroßer Stein vom Herzen, glaub mir. Du warst ganz schön lange bewusstlos, Kilian. Bewusstlos? Ja, wir befinden uns gerade in einer Höhle im Tal des Genovea-Berges. Ich bin den weiten Weg mit dir auf meinem Rücken hergeflogen. Nimm es mir nicht übel, aber du bist viel schwerer, als du aussiehst. Ich war am Ende meiner Kräfte. Es war schwer genug, mich in der Luft zu halten. Trotzdem ist es mir gelungen, diesen unscheinbaren Ort ausfindig zu machen. Und so habe ich mich den weiten Weg bis hierher abgemüht. Beeindruckend, oder? Hier sind wir fürs Erste in Sicherheit. So schnell dürften sie uns hier nicht finden. Du sahst zu erschöpft und mitgenommen aus, Kilian. Und du wolltest beim besten Willen nicht aufwachen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Aber zum Glück bist du jetzt wieder bei Bewusstsein und putzmunter. Irgendwie ist Trikefalo gar nicht so, wie ich erwartet habe. Ich verstehe gar nichts mehr. Mein Traum... wirkte Trikefalo zweifelsohne mehr als bedrohlich. Doch der Trikefalo, den ich vor mir sehe, ist hilfsbereit, freundlich und höflich und in keinster Weise furchteinflößend. In meinem Traum hat er Somnium gejagt. Deswegen dachte ich, dass ich Somnium zur Hilfe eilen müsste. Doch kaum waren wir zur Stelle, griff Somnium plötzlich uns an. Dass ich davon gekommen bin, verdanke ich Trikefalo. Es wurde einfach alles auf den Kopf gestellt. Was geht hier nur vor sich? Meine Güte, bin ich froh, dass du endlich wieder zu mir gekommen bist. Denn du musst wissen, Kilian, dass ich dich unbedingt persönlich treffen wollte. Wie bitte? Ja, du hast meine Stimme doch bereits in der Welt der Menschen gehört, nicht wahr? Also jetzt sag nicht, dass du mich schon vergessen hast. Komm schon. Ich soll seine Stimme schon mal gehört haben? In meiner Welt? Moment mal. In der Welt der Menschen? Unmöglich. Er kann doch wohl nicht von jenem mal sprechen, oder doch? Also noch bevor ich ein Pokémon wurde? Soll das etwa heißen, es war Trikefalo, der im Traum zu mir sprach? Und ich war der festen Überzeugung, dass es sich dabei um Somnium handelte. Wie konnte ich nur so falsch liegen? Puh, also erinnerst du dich wieder an mich, ja? Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer es war, mit dir Kontakt aufzunehmen. Und als ich es endlich geschafft hatte, im Traum zu dir durchzudringen, tja, kaum war das geschafft, da kreuzte auf einmal Somnium auf und bediente sich meiner Stimme, um dich in das Licht zu führen. Sie streckte nicht einmal davor zurück, dir diese haarsträubende Lüge aufzutischen, dass ich der Schuft bin und sie das unschuldige Opfer, das auf der Flucht ist. Was?
Das war nichts weiter als eine Lüge. Was ich da in meinem Traum gesehen habe, war also nichts weiter als Somniams geschickte Täuschung. Tja, das erklärt so einiges. Damals habe ich noch nicht weiter darüber nachgedacht, aber während jenes Traumes sprach zunächst Trikefalo zu mir. Genau an diesem Punkt brach die Stimme auf einmal abrupt ab. Anschließend gab es Störgeräusche und eine Änderung der Frequenz. Genau dann hat Somniam wohl die Kommunikation an sich gerissen. Und sie war es auch, die... Ja, ganz recht, Somniam war diejenige, die so verzweifelt nach Hilfe schrie. Und das nächste, was ich sah, war Somniam auf der Flucht vor Trikefalo. Es schien alles stimmig. Ganz genau, so war es. Somniam hat ganze Arbeit geleistet, das muss man ihr lassen, stimmt's? Ach, was rede ich hier für einen Unfug? Das Biest darf man nicht auch noch loben. Seit in unserer Welt bist, hatte ich gar keine Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Somniam und ihre Schergen unternahmen alles, um mir dazwischen zu funken. Ich wusste weder ein noch aus. Doch schließlich hat sich mir diese Gelegenheit geboten und ich habe sie beim Schopfer gepackt. Ich bin überglücklich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also war Trikefalo es, der meine Hilfe wollte und nicht Somniam. Ich bin jetzt schon um einiges klüger, aber es gibt noch so vieles, was ich nicht verstehe. Etwa, warum Somniam sich im Traum einer anderen Stimme bedient hat. Oder warum sie mich erst angelogen und später dann angegriffen hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich sehe schon. Du bist verwirrt, nicht wahr? Lass mich etwas Licht ins Dunkel bringen. Der Grund, weshalb ich meinen Hilferuf an die Welt der Menschen aussendete und einen anderen Menschen wie dich um Hilfe bat... Nun... Lass uns ganz von vorne beginnen. Ich werde dir zunächst erklären, wer ich bin. Oje, dieser markerschütternde Schrei, kenne ich. Das ist Brutalander. Das scheint aus dem Höhleninneren zu kommen. Verzeihung, aber meine Erklärungen müssen warten. Nichts wie weg von hier. Wir müssen zuerst raus aus der Höhle. Los, nimm die Beine in die Hand. Unsere Gegner sind in der Überzahl. Wenn sie uns entdecken, dann sind wir geliefert. Ich würde dich ja gerne wieder auf meinen Rücken herausfliegen. Aber das schaffe ich jetzt nicht. Bist leider viel zu schwer für mich. Nimm mir das bitte nicht übel. Aber die Flucht auf dem Luftweg müssen wir uns für den absoluten Notfall aufheben. Lass uns also dieses Mal zu Fuß fliehen. Ach übrigens, Kilian, ich bin zwar nicht Mitglied deines Teams, aber wir beide liegen dennoch auf einer Wellenlänge. Das heißt, wir können den Gegner mit einer Teamattacke zusetzen. Daher werde ich mich auch bei den Teamfähigkeiten ganz nach dir richten. Du fragst dich wohl, wie um alles in der Welt ich dazu in der Lage bin, wie? Tja, sagen wir einfach, dass ich kein gewöhnliches Pokémon bin. Aber das erkläre ich dir ein andermal. Das würde jetzt einfach zu lange dauern. Wir müssen uns zuallererst in Sicherheit bringen. Jupp, und an dieser Stelle möchte ich gleich nochmal eine Kleinigkeit erledigen. Nämlich das hier. So, jetzt ist Trikefalo unten auch bei unserem kleinen Pokéball mit dabei, zwischen Psyana und Nachtara. So. Das Volltrefferband gebe ich dann einfach mal Trikefalo. Ich habe gar keine Amarena-Beere dabei. Ich habe relativ viel Geld gerade dabei. Na gut. Nehmen wir mal genau 2000 Poké mit. Für den Fall, dass wir unterwegs wieder einen Kecleon-Laden haben. So, jetzt geht's durch den gelben Canyon. Sehr, sehr schöner Dungeon, wie ich finde. Dir kommt der Plot-Twist unglaublich bekannt vor. Das liegt daran, dass er in fast jedem Mystery Dungeon dasselbe ist.
Die Sache ist, dass man trotzdem vorher nie genau weiß, wer von den guten Charakteren, also von den vermeintlich guten Charakteren, der eigentlich böse ist. Ach ja, stimmt. Trikefalo hat ja noch, hat ja diesen nutzlosen Brüller in seiner, in seinen Attacken. Moment mal. Aus damit. Feuer oder im Knirscher Zielplatte. Sind eben ein paar sehr gute Attacken, die er hier hat. Und außerdem, was ich hier vielleicht mal dazu sagen muss, wenn man mal hier ein bisschen aufs Level von Trikefalo sieht, das Ding ist Level 64. Hat allerdings keine Angaben in den Werten. Und trotzdem hat er außerdem noch weniger KP als ich. Ich werde hier trotzdem relativ schnell durch. So. Macht der hier einfach eine Spaßkanone auf mich? Das müsste Schusslinie sein. Yep, ist es auch. Trikefalo, mach du das doch bitte mal. Wieso ist eigentlich nie ein Wunderfeld in der Nähe, wenn man mal eins braucht? Sonst sind die Dinge eigentlich überall. Okay, komm. Bevor ich hier noch Ewigkeiten kein Wunderfeld finde, nehme ich einfach das hier oben. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass direkt im nächsten Raum, den ich finde, ein Wunderfeld jetzt kommt, aber... Oh, schwer vergiftet. Schön, dass du ein Idiot bist und Megasauger genau auf den Falschen einsetzt. Ja, hier wäre ein Wunderfeld. Wo ist eigentlich diese Treppe?
Weiter geht's. Ebene 6. Sollte direkt mal ein bisschen aufpassen, die Viecher hier machen allmählich wieder Schaden. Ja, zur Not, ich habe ein paar Sindelbeeren dabei. Da wurde soeben der Feuerodem von Trikefalo aufpoliert. Und hallo, Pokéfreak, schön, dass du es auch noch hierher geschafft hast. So. Okay, ich lasse das doch lieber mal den Großen hier machen. Ach, okay. War es zu anstrengend? Na dann. Oh, hier. Ich stand direkt auf der Treppe. Okay. Na gut, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, dann ist es standardmäßig anstrengend. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Sackgassen liebe? Meichler. Na gut, mal kurz die KP recken. Ah ja.
ewig im Kreis gelaufen. Schon fast wie die WoW-Spieler, wenn sie nichts mehr zu tun haben und im Dalaran im Kreis rennen. Ui, ich habe das erste Mal in diesem Spiel einen Blendsamen gefunden. Vergiftet der mich hier schon wieder? Mal schauen, wenn ich die Treppe jetzt demnächst finde, sollte das eigentlich kein Problem sein. Es ist nur eine Sache von wenn. Okay. Trickkäfer, du machst du das. Na gut, den können wir noch mitnehmen. Tarnsteine. Wir benutzen sowas im Pokémon Mystery Dungeon. Zwei Pokémon in einem Raum. Wow, der stirbt nicht mal von der Teamattacke hier. Ernsthaft? Ich habe auch noch nie einen Chaos-Samen hier gefunden. Okay. Und ein Schlafsamen anscheinend auch zum ersten Mal. Von dem wurde ich gerade getrennt. Der ist gerade woanders unterwegs. Aktuell bin ich mit Trickkäferhalle unterwegs. Yay, ein Goldbarren. Und damit habe ich jetzt genau 50. Oh ja. Goldbarren-Ziel erreicht. Oh, Kalklinge hat schon keine AP mehr. Sind wir schon wieder so weit. Ja, die hast du verpasst. Aber das hättest du ja eigentlich denken können, wenn, wie du gesehen hast, dass ich hier mit Trickkäferle unterwegs bin. Noch ein Goldbarren. Ich glaube, Brutalander ist out auf Attackenpunkte. Ja, wenn nach der Ebene jetzt nicht Ende ist, dann spendiere ich mal ein kleines Top-Elixier für ihn.
Ja, yep, dem sind ziemlich alle Attackenpunkte ausgegangen. Wobei ich selber auch nicht mehr allzu viele Attackenpunkte habe gerade. Gut, die Dungeons werden halt doch immer ein bisschen länger. Ich würde mal sagen, wir sind kurz vorm Ziel. Hey, ich brauche nur noch 3000 EP bis zum nächsten Level. Das ist ja fast nichts mehr. Es ist aber schon mächtig düster geworden. Gleich wird die Nacht hereinbrechen. Es ist verständlich, dass wir müde sind. Immerhin sind wir auch sehr viel gelaufen. Von unseren Verfolgern weiß er keine Spur. Wollen wir die Nacht hier verbringen? Eine halbe Ewigkeit trennt mich von unserem Paradies. Aber im Himmel stehen dieselben Sterne und derselbe Mond. Wie es allen in Raststadt und im Paradies jetzt wohl geht. Und ist Domi wohl auf? Hoffentlich hat Domi es halt zurück zum Paradies geschafft. Dort sind all unsere Freunde, bereit zu helfen. Ich muss auch schleunigst weg von hier und zurück zum Paradies. Kilian. Kilian, du möchtest zurück nach Hause, stimmt's? Du kannst es mir ruhig sagen. Zuvor muss ich dich leider noch um einen Gefallen bitten. Ein Gefallen? Ich möchte dich bitten, den Kältekern zu zerstören. Das kommt dir gewiss etwas seltsam vor, nicht wahr? Denn warum sollte jemand wie ich die Hilfe eines Menschen in Anspruch nehmen? Leider wurde ich vorhin während meiner Erläuterung unterbrochen. Deswegen würde ich nun gern mit meinen Ausführungen fortfahren, wenn ich darf. Wo fange ich am besten an? Genau, fangen wir einfach gleich mit mir an. Zuallererst musst du wissen, dass ich kein Pokémon bin. Was? Was soll das denn bedeuten? Nun, wobei, so ganz zutreffend ist das nicht, weil dass ich kein Pokémon bin. Ich habe die Gestalt eines Pokémon, aber das ist nur eine geliehene Hülle, nicht mehr. Denn in Wirklichkeit bin ich die Stimme des Lebens. Die Stimme des Lebens? Ich bin die Summe der Stimmen aller Dinge in der Natur. Aller Berge, Flüsse, Pflanzen und Bäume. Aller freudetrunkenen Jauchzer und herzzerreißenden Wehklagen zugleich. Die Gesamtheit all dieser unterschiedlichen Stimmen. Nun, das bin ich. Kilian, doch diese unsere Welt... Die Welt der Pokémon steht am Rande des Abgrunds. Was? Schuld daran ist einzig der Kältekern, ein geheimnisvoller Gegenstand, der wie aus dem Nichts auf einmal hier in unserer Welt aufgetaucht ist. Dieser Kältekern wächst unaufhörlich und verdirbt dabei unsere Welt und gibt sie so dem Untergang preis. Diese Welt steht am Rande des Abgrunds? Wegen eines geheimnisvollen Gegenstands namens Kältekern? Du und deine Freunde von Team Shy Guys, ihr seid schon auf dem Riesengletscher gewesen, nicht wahr? Habt ihr dort Gegenstände gesehen, die schwerelos in der Luft schwebten? Das ist der Kraft des Kältekerns zuzuschreiben. Hä? Dieser Kältekern befindet sich nämlich im Herzen des Eispalastes. Was? Dort befindet sich also der Kältekern? Und er lässt Gegenstände in der Luft schweben? Ah... Nun aber, das bedeutet ja, dass der Kältekern...
Und ja, die Welt ist mal wieder am Rande des Abgrunds. Wie in jedem Pokémon Mystery Dungeon Spiel. Jener Riesenkristall, nach dem Nachtara mit solcher Leidenschaft gesucht hat. Er soll das Ende der Welt herbeiführen können. Dabei handelt es sich um den Kältekern. Ich möchte dieses abscheuliche Etwas zerstören und unsere Welt vor dem Untergang bewahren. Doch da gäbe es nun ein schwer zu überwindendes Hindernis. Denn bei dem Pokémon, das über den Kältekern wacht, handelt es sich um Kyurem. Hä? Was? Kyurem beschützte dieses Ding? Er ist ein wahrer Koloss. Und er soll unser Gegner sein? Der legendäre Kyurem beschützt den Kältekern? Kyurem kann in die Zukunft sehen. Und sollte jemand den Ablauf der Zukunft bedrohen, die er vorhergesehen hat, so verfolgt er diesen gnadenlos und versucht, ihn in Chaos zu machen. Die vorgesehene Zukunft mit Unnachgiebigkeit zu verteidigen. Das ist es, wofür Kyurem steht. Das ist es, was Kyurem ausmacht. Er beschützt und verteidigt die Zukunft, die er vorhergesehen hat? Da fällt mir etwas ein. Als wir im Inneren des Schlosses aus Eis waren, verriet Kyurem uns, dass er schon seit Anbeginn der Zeit über die Zukunft wache. Und diese Zukunft, die Kyurem gesehen hat, ist dann wohl das Ende der Welt? Und obwohl er dies weiß, will er die Zukunft trotzdem verteidigen? Er will also das Ende der Welt verteidigen? Somniam und ihre Schergen, die dich angegriffen haben, sie arbeiten alle für Kyurem. Kyurem und seine Anhänger sehen das Ende der Welt herbei. Doch all die unzähligen Stimmen dieser Welt, die Stimme des Lebens wünscht sich eine andere Zukunft. Sie schreit verzweifelt nach Hilfe. Daher wünsche ich mir inständig, dass der unsägliche Kältekern vernichtet wird. Doch es gibt noch ein weiteres Problem. Der Kältekern speist sich aus den negativen Gefühlen der Pokémon. Ein Dunst aus schlechten Gefühlen und Bitterkeit umgibt den Kältekern. Pokémon, die sich zu nah an ihn heranwagen, werden von seiner geballten Negativität übermannt. Er schnürt ihnen buchstäblich die Kehle zu und sie bekommen kaum Luft. Moment mal, was sich damals dort abgespielt hat? Dass die anderen alle solche Probleme hatten, Luft zu holen, muss wohl am Riesenkristall, nein, am Kältekern gelegen haben. Und genau deshalb kann er auch nicht von einem Pokémon vernichtet werden. Doch wenn schon kein Pokémon wäre, dann. Und genau da kam mir die Idee. Ein Mensch. Denn anders als bei Pokémon hat der Kältekern womöglich keinerlei Macht über Menschen. Als mir dies klar geworden ist, begann ich Menschen in ihren Träumen um Hilfe anzuflehen. All dies in der verzweifelten Hoffnung, dort auf offene Ohren zu stoßen. Schön, dass du kurz da warst, Pokéfreak, und ich wünsche dir dann eine gute Nacht. Du ruh dich gut aus. Und einer der Menschen, die mich erhörten und in diese Welt kamen, warst du, Kilian. Ich verstehe. Ich bin einer der Menschen, die... Hä? Was? Moment mal, ich bin einer der Menschen, die in diese Welt gekommen sind? Ganz genau. Du bist nicht allein, Kilian. Viele weitere Menschen hatten ein offenes Ohr für die Stimme des Lebens und kamen als Pokémon in diese Welt, genau wie du. Was? Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Sie halten sich irgendwo hier in dieser Welt auf. Tja, aber leider werden diese armen Menschen einer nach dem anderen von Kyurem und seinen Konsorten zur Strecke gebracht. Ähnlich wie du gehen sie zunächst Somniam und ihren Lügen auf den Leim, bevor sie dann einzeln ausgeschaltet werden. Der letzte verbliebene Mensch, auf den ich noch bauen kann, bist du, Kilian. Ich bitte dich, vernichte den Kältekern, um unsere Welt zu retten. Es ist erschütternd zu hören, dass es offenbar noch weitere Menschen gibt, die ähnlich wie ich als Pokémon in diese Welt kamen. Doch Somniam und ihre Schergen scheinen ihnen allen mächtig zuzusetzen. Und so wird einem nach dem anderen der Chaos gemacht. Doch wenn alle, die hergekommen sind, besiegt werden... Er soll dann den Kältekern vernichten und so den Untergang der Welt abwenden. Irgendjemand muss das Heft ja in die Hand nehmen. Irgendjemand muss die Zähne zusammenbeißen und bis zuletzt durchhalten. Und dieser jemand bin dann wohl ich. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen.
Keine Sorge. Gemeinsam werden wir einen Weg finden, um diese Welt zu retten. So, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle die zweite Streampause. Ich mache nachher vielleicht noch ein kurzes Stück weiter. Und dann, ja, ich glaube ein, zwei Dungeons haben wir noch, bis wir dann wieder zurückgehen zum Paradies. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute noch bis zum Paradies zurückschaffe, aber mal schauen. Machen wir heute mal den Pausenscreen. Und YouTube-Aufnahme auch wieder pausieren. So, YouTube-Aufnahme läuft auch wieder. Der schnellste Weg nach Rastatt führt durch diese Steppe hier. Aber zu Fuß steht uns dennoch ein ziemlicher Gewaltmarsch bevor. Du und deine Freunde habt doch neulich die Zugangskarten genutzt, um auf direktem Wege zum Riesengletscher zu gelangen, nicht wahr? Der Kältekern befindet sich hinter dem Riesengletscher. Genauer gesagt in jenem Berg aus Eis, den Kyurem als Eispalast bezeichnet hat. Um dorthin zu gelangen, sind wir wohl auf die Hilfe von Nachtara und Psyana angewiesen. Deswegen haben Trikefalo und ich auch beschlossen, zum Paradies zurückzukehren. Doch trotz allem mache ich mir weiterhin große Sorgen um Domi. Ich muss mir einfach einreden, dass Domi es unbeschadet bis zum Pokémon-Paradies geschafft hat. Ich muss einfach nach vorne blicken. Na, dann wollen wir mal los. Nächster Halt, Pokémon-Paradies. So. Okay. Oh, hallo Chrissy, schön, dass du auch mal wieder hier vorbeischaust. Und ja, hier ist immer total viel los. Du kennst mich doch, total bekannter Streamer und so. Ich meine, der Chat explodiert ja hier gerade förmlich. Oh, sind hier sogar schon Grilled Cheetahs unterwegs. Ja, siehst du, da macht's schon Bumm. Ja, größere Feuerzeuge, hast recht. Leuchteboden und das ist ein Hutsasa. Jetzt vergraben sich hier sogar schon die ganzen Pilze ein. Und da ist ein Fulipurba. Machen wir es besser mal so. Kann der Dicke von hinten nämlich auch noch mit draufhauen. So. Oh. Was war da? Ein Fulipurba. Und Fulipurba hat Geld fallen gelassen. Ein Igler. Na gut, dann greife ich halt speziell an. Polyfurba, okay. Und zum einen laufen hier so richtige Brocken rum und zum anderen dann auch sowas wie Azurill.
passt irgendwie nicht, also passt irgendwie voll hier rein. So ein kleines Azuril neben den ganzen großen, dicken Brocken. Einmal Treppe. Und danke, Chrissy, fürs Folgen. Ja. Oh, und das ist schon wieder ein Pokémon, diesmal ist es ein Serapendra. Wer hat dir eigentlich erlaubt, dass du Brüller wieder benutzen darfst? Das habe ich dir doch eigentlich gesagt, dass du es nicht machen sollst. Na, den hat er jetzt komplett weggeblasen. Oh, jetzt haben wir noch den Brokkoli-Affen hier. Ja, natürlich hat er mir jetzt auch noch meinen Aeroass blockiert. Naja. Yay, Level Up. Noch 2 Level bis zum Schwerttanz, noch 4 Level bis zur Hydropumpe. Okay. Ein Grillcheater war das. Auch nicht, Amarena-Bären kann man immer mal brauchen. So. Okay, da geht's nicht weiter. Hm. Ui, Falterreigen. Ui, das macht ganz schön Aua. Schon wieder ein Brokkoli-Affe. Okay. Auch keine Goldbahn oder irgendwas vergraben hier. Okay. Oha. Der hat mich jetzt doch echt beinahe gekillt hier. Naja. Wozu habe ich diesen fetten Drachen hinter mir? Ja, senkt meinen Angriff halt noch weiter. Platscher.
ihr mir mal auf mit eurer Kratzfurie hier. Das war jetzt irgendwie klar. Nö. Na gut. Muss ja auch mal passieren. Keine Belebersamen dabei gehabt. Hab nicht damit gerechnet, dass die hier wieder mit solchen Ultra-Crit-Moves hier reinhauen. Aber gut. Ja, alle Multi-Hit-Attacken sind im Mystery Dungeon einfach OP. Kann man nicht anders sagen. Das ist einfach so. Wer kennt sie nicht? Die Imba-Furie und die Imba-Saat und den Imba-Schlag. Okay. Na gut, zumindest meine Bänder haben sie mir nicht genommen. Na gut. Wieso ist die Amarena-Bär eigentlich da hinten? Okay. Dann wollen wir doch mal... Nehmen wir mal von den Dingern zwei mit. Dann passiert hier jetzt auch erstmal nichts mehr. Ui. Okay, das sollte dieses Mal sowieso kein Problem werden. Hab gerade gesehen, wir haben eine Wasser-V-Welle. Eine Kastanienfalle. Hilfe, Hilfe, die war jetzt viel zu stark. Ja klar, triff 4 von 5 Mal, hast schon recht. Ein Plosivsamen sind hier leider noch nicht so gut, wie sie in Super Mystery Dungeon sind. Ach, hört mir doch mal mit eurer blöden Verwirrerei hier auf. Okay, irgendein Dressella hier hat einen Belebersamen. Das hier war es schon mal nicht. Aber das hier war's. Okay, jetzt haben wir sogar drei Belebersamen.
Leuchteboden, 4 Siefbeere. Da habe ich schon definitiv bessere Sachen im Leuchteboden gefunden. Yay. Einmal im Kreis laufen. Na gut, wenigstens ist hier die Treppe. Sonne. Yay. Bestes Wetter. Nicht. Schon wieder ein Belebersamen. Wie viele Belebersamen liegen in diesem verdammten Dungeon rum? Schon wieder ein Belebersamen. Okay, jetzt habe ich 5 Belebersamen. Wenn jetzt noch irgendwas schief geht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja gut. Vielleicht ist Trikefalo ja Vegetarier. Also mich würde es nicht wundern, wenn in der V-Welle ein Attackenaufstiegsbonus drin stehen würde. Ja, ist er drin. Weil meine Attacken steigen gerade ziemlich schnell auf. Na gut. Gute Frage. Ich glaube, an dem Punkt gibt es schon echt dann ein paar Punkte, wo man drüber streiten könnte. Schutzschild. Wieso hat Trikefalo eigentlich schon wieder den Brüller an? Kann mir das mal einer sagen, warum der ständig wieder angeht? Normalerweise schaltet man den einmal aus und dann ist Ruhe. So. Wo ist diese Treppe?
2 Goldbarren. Nice. Okay. Na ja, gut, die Treppe kann jetzt eigentlich nur noch an einem einzigen Punkt sein. Da hinten gibt es noch einen unerforschten Gang, an dem ich noch nicht war. Stellen Sie sich so eine Schlange an, um von mir verprügelt zu werden. Ebene 9. Oh, ich sehe gerade, da hinten war ja die Treppe. Na gut, bisschen erkunden schadet ja auch nicht. Regen, gut, wesentlich besser als Sonne. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie viel Schaden meine Kalkklinge im Regen macht, wenn ich eine Wasser-V-Welle habe. Das müsste nämlich jetzt relativ viel sein. Jopp, das kann sich sehen lassen. Eine Warpfalle. Na gut, Trikefalo kommt allein zurecht. Da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Ebene 11. So. Der hat mich gerade mit Geld beworfen.
Level 40. Moment. War zwar nur ein Taubsamen, aber hätte ja ein Goldbahn sein können. Ich liebe Attackenaufstiegsbonus in der V-Welle. Okay, hat der gerade Top-Elixier auf mein Trikefalo geschmissen. ...4600 Poker habe ich schon wieder dabei. Aeroass aufpoliert, sehr schön. Ja. Aeroass geht auch schon bald Richtung Level 6. Ein Kecleon-Laden. Der hat nur Orbs und Bänder. Appellorb, Volltrefferband, ein EP-Band. 5555 kostet so ein Teil, wenn man es kaufen will. Allfluchtorb, Allkraftorb, Fliehorb. So. Da ist die Treppe. Und es regnet wieder. Wie viele Pokémon sind da hinten? Taumeltanz. Sechzehn Ebenen. Ach, auf euch habe ich gerade keine Lust.
Ebene 17. Man merkt eindeutig, dass die Dungeons immer länger werden. So, was hast denn du jetzt alles? Belebersamen. Mein Beutel ist eh voll. Okay. Nicht wirklich was dabei, was ich brauchen kann. Aber nachdem mein Beutel gerade voll ist, verkaufe ich einfach mal ein bisschen was. Was können wir ihm denn noch alles da lassen, was wir nicht so dringend brauchen? Den brauchen wir auch nicht wirklich. Eigentlich habe ich das Ding dahin. Moment, dann legen wir es halt hier in die Ecke. So. Als ich sie gerade wieder gesehen habe, die schleppe ich ja auch schon eine halbe Ewigkeit mit mir rum. Einmal plus Def, einmal plus Spätzdef. Yay, ein Kreis. Mit ein paar Ecken. Macht einfach so einen riesen Unterschied, ob man eine V-Welle hat oder nicht. Yay, eine Sackgasse. Nicht weiter. Ah, hier ist die Treppe. War der letzte Ort, an dem ich noch nicht nachgeschaut habe. So. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, noch irgendwas vorzulesen. Ich glaube, ich mache jetzt demnächst noch eine Pause. Beziehungsweise mache ich jetzt ein Streamende. Ja, ich glaube, ich mache jetzt definitiv Streamende.
Ach. That looks like a job for Rainbow Six. Alles klar. Die Hohlhügel machen wir dann das nächste Mal. Ja, ich bin des Lesens müde. Ich glaube, meine Stimme macht das jetzt eh gleich nicht mehr so richtig mit. Also gut. An der Stelle machen wir einfach mal Streamende. Nächster Stream, Moment, heute ist Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Nächster Stream ist Mittwoch. Na dann. Vielleicht speichere ich das Ganze ja aber auch. Was, wir wollen noch a cappella singen? Ach verdammt, ja. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Naja, gut. Vielleicht schalte ich hier an dieser Stelle einfach meinen DS aus und dann kann ich die ganze Stelle beim nächsten Mal am Anfang einfach nochmal vorlesen. Können wir ja so machen, ne? So, DS zu. Mach mal den hier an. Und dann gibt's jetzt noch... Ups, das ist jetzt in der YouTube-Aufnahme drin. Die machen wir jetzt erstmal aus.